gut wie nie begegnen. Insofern ist der Begriff Klassiker eher ein emotionaler. Brasilien gegen Deutschland. Sie wollen für ihn spielen. Vielleicht gibt dieser emotionale Augenblick dem Brasilien. Man darf sich von der Härte nicht definitiv bestätigt. Marco Rodriguez aus Mexiko. Kein Foul. Marcelo. Erste Möglichkeit hat Brasilien. Kommt er den Ball? Und Khedira schießt den eigenen Mann an. Toni Kroos geht aber weiter mit Thomas. Guter Defensiv-Zweikampf von Marcelo. Ecke kommt. Müller! Abgepfiffen. Tor! Tor! 1:0 für Deutschland! Fünftes Tor von Thomas Müller. Wieder nach einer Standardsituation. Kurze Pause bei Müller, weil er den Schiedsrichter eine missverständliche Geste gemacht hat. Aber der Treffer zählt. 11. Minute. Deutschland. Freistoß für Deutschland. Marcelo gegen Lahm. Fair. Und es gibt nur Eckball. Maicon hält den Fuß dazwischen. Und da ist die Möglichkeit für Klose und nochmal für Klose und 2:0 und er ist WM-Rekordtorschütze. Brasilien ist schwindelig gespielt durch einen 36-jährigen Stürmer. Deutschland führt mit 2:0. Wahnsinn. Özil. Groß gegen Bernard, wieder frei. Lahm. Müller lässt durch. Groß! Was ist denn hier los? 3:0. Es ist unglaublich. Den Ball weg. Khedira zu Kroos. Es ist eine Demütigung. Brasilien taumelt. Also sowas habe ich noch nicht erlebt. Bei einem Spiel zweier halbwegs. Rück. Es war kein Foul. Özil, wieder Khedira, Wahnsinn, Wahnsinn, was geht denn hier ab? Was geht denn hier ab? 5:0. Deutschland, Brasilien, 5:0. Es ist... Lahm. Der ist nicht drin. Ecken Sie auch sehen in dieser Taktik. Ich glaube, dass immer ein deutscher Spieler anspielbar ist. Links, Hulk wieder über die rechte Seite, abseits. Von Mesut Özil. Luis zu Oscar. Oscar gegen Boateng. Oscar! Löw's Mannschaft hat Brasilien innerhalb von 18 Minuten filettiert. Miroslav Klose ist neuer. Brasilien hat Anstoß. Marcelo.
Ramirez. Und Fred hätte ganz gern wieder einen Elfmeter, den er nicht. Müller. Bisschen trösten. Bernard. War auch bei ihm. Der Abwehrchef fehlt. Aber die deutsche Elf hat so stark kombiniert, war so beweglich, war taktisch. Gefährliche Situation, aber da ist Neuer unten. Abseits, Paulinho. Paulinho und wieder Neuer. Es ist unglaublich, was dieser Neuer hier macht bei dieser WM. Er schießt, kann er gleich ziehen. Er war der Knotenlöser gegen Algerien, also das 1:0 Schuss in der Verlängerung im Achtelfinale. Müller. Maicon. Möchte einen Elfmeter haben. Da kommt der Ball. Fast zu Schürrle, Julio César. Foul an Neuer. Gegen Brasilien. Groß, Müller. Yep, und Julio César. Da sind die Ziele. Gut, man findet immer einen Grund als Trainer. Eventuell hat er in der Halbzeit. Mertesacker. Und Abseits. Längerem sein Vertrauen genießen, kein klares taktisches Konzept. Es gab nur einen Plan A und er hieß Lahm. Und das halbe Dutzend ist voll, das ist André Schürrle. 6:0 für Deutschland gegen Brasilien. William, so ist es, wenn die Massen sich einen ausgucken. Große Party laufen. Schürrle. 7:0. 7:0. Doppeltorschütze nach seiner Einwechslung. André Schürrle kam in der 58. Minute. Das war Marcelo von Real Madrid. Wieder mal ein Ball für Manuel Neuer nach diesem Oskar, kein Abseits, Winkel sehr spitz. Jetzt vielleicht, ja, 7:1. Ich möchte fast sagen, Gott sei Dank. Seit der 30. Minute klar. Und jetzt ist es amtlich. Nước cạn rồi, hôm nay mưa nó lại đầy. Đó. Đâu cháu quay cái video ấy. Đấy anh em nhá, quan sát đây. Đấy, thì đây là bụi rau cúc tần nhá. Đấy, rau này thì